Bei den alten Ägyptern wurden sie als Götter verehrt und auch als Haustiere haben Katzen ihr Angestellte als Besitzer. Auch in Friedrichwalde bei Pirna tanzt alles nach ihrer Pfeife, denn hier leben zwei besondere Katzennarren zusammen mit ihren doch recht zahlreichen Zöglingen. Seit 9 Jahren züchten sie diese, schauen Sie mal, die sehen doch wirklich herrlich aus, diese Maine Coon Katzen und das mit Leib und Seele. Im Haus von Jens und Annette haben sie das Sagen. Nicht eine, nicht zwei. Wie viele sind sie eigentlich? Philly, Jochen, Zeus, Zarina, Dairin, Frieda. Walter, ja. Und den Werner und den Fritz und den Franz. Okay, wir lösen auf. Es sind momentan 48 Katzen. Nicht irgendwelche, sondern Katzen der amerikanischen Rasse Maine Coon. Die Maine Coon nennt man auch Hundkatze. Es ist die größte Katzenrasse der Welt und die Maine Coon sind sehr gesellige Tiere. Eine Maine Coon sollte vom Schwanz immer bis zur Schulter gehen, das ist rassetypisch. Eine Maine Coon hat immer dieses ausgeprägte Gesicht, immer diese Pinselchen auf den Ohren. In ihrem Haus in Friedrichwalde bei Pirna sind die Katzen überall. Sie dürfen rein und raus, je nach Laune. Genug Platz haben sie ja, aber wie ist das eigentlich mit den Hausbesitzern? Das kommt von vielen Besuchern. Die Frage kommt dann, wo leben sie eigentlich? Ja, wir dürfen mit unseren Katzen hier leben, in diesem Paradies. Also wir dürfen, wie gesagt, die Katzen sind das Ein und Alles. Die bevölkern hier Haus, Grundstück. Ja, und wir sind halt das Beigewerk sozusagen. Es begann alles vor 9 Jahren. Als Annettes Hund Maurice gestorben ist, sollte es nicht wieder ein Hund sein, dann eben eine Hundkatze. Ich war kein Katzenliebhaber. Ich war Hundefreund und habe die Katzenrasse kennengelernt und war verzaubert. Das Wesen, der Charakter, einfach alles. Die Größe, die faszinierende. Ich bin einfach nur Maine Coon-süchtig, ein Maine Coon-Fan. Und so liefen immer mehr Samtpfötchen in ihrem Haus herum, bis die beiden sich entschlossen zu züchten. Zucht heißt Verbesserung und wenn ich was verbessern möchte, brauche ich eine entsprechende Vielfalt. Das heißt, wir selektieren nach Größe, wir selektieren nach Typ und wir achten vor allen Dingen auf die Gesundheitsvorsorge. Jens und Annette fahren regelmäßig zu Ausstellungen mit ihren Tieren und kommen meistens mit Auszeichnungen zurück. Unter ihren tierischen Mitbewohnern leben sogar zwei Weltchampions und die nächste Generation wächst heran. Das ist einfach, wenn ich den angucke, da gehe ich fester. Also das ist genau das, was ich von einer Maine Coon sehen will. Diese jetzt schon sehr ausgeprägte Knubbelschnauze, diese perfekt gesetzten Ohren, diese Augenlinie und wie man sieht, der Kleine, der ist ja jetzt schon ganz toll zu handeln. Er hat also auch einen sehr ausgeglichenen Charakter. Auch das gehört tatsächlich zu einer Katze dazu. Ja, der ist also absolut schmerzfrei, sehr, sehr selbstbewusst schon für sein Alter. Also, ja, einfach toll. Ja, jetzt ist gut, ne? Jetzt muss man gemeckert werden. Aber Arthur meckert am Ende gar nicht. Warum denn auch? Er lebt ja im Katzenparadies. Und hier ist jede Mieze etwas Besonderes, unabhängig von Titeln und Preisen. Ja.